Dank des heldenhaften Einsatzes von Dele und Asano konnte der Zusammenstoß mit dem Meteoriten verhindert werden. In der Welt der Pokémon kehrte wieder Frieden ein. Doch dies bedeutete nicht das Ende der Naturkatastrophen. Noch immer geschahen Unglücke, allerdings deutlich seltener. Das Retterteam der Retter selbstverständlich weiterhin in Einsatz. Einige Tage später. Willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon Retterteam Deluxe. Es geht weiter. Guten Morgen, Dilo. Bist du gerade erst aufgestanden? Ich war vorhin bei der Pelipper-Post. Am Infobrett sind immer noch Rettungsaufträge ausgeschrieben. Auch wenn es friedlicher geworden ist, Pokémon benötigen weiterhin unsere Hilfe. Dilo, lass uns auch in Zukunft unser Bestes geben. Natürlich, ist doch klar. Dilo. Oh, hallo Raupi und Safkorn. Was ist denn los? Das ist wegen Snubbull. Da geht etwas Verrücktes vor sich. Etwas Verrücktes mit Snubbull? Wie meinst du das? Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Er hat sich total verändert. Sollten wir uns mal näher ansehen, Dilo. Das ist ja Simsala. Hallo, sag mal, hast du zufällig Snubbull gesehen? Ihm gehört, ihm soll etwas Verrücktes zugestoßen sein. Ich bin Snubbull. Was? Du bist Snubbull? Aber du siehst ja ganz anders aus als sonst. Ich verstehe es auch nicht ganz. Bin runter in diese Höhle gegangen und plötzlich. Welche Höhle? Ich war plötzlich einfach da. Gleich da vorne. Seht ihr sie? Und da bist du also hineingegangen? Ja. Als ich wieder rauskam, sah ich so aus. Snubbull hat sich entwickelt. Entwickelt? Was meinst du damit? Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, können sich Pokémon entwickeln. Durch die Entwicklung ändert sich ihr Erscheinungsbild permanent. Wie? Was? Das Aussehen ändert sich? Ich vermute, dass diese Höhle ein Ort ist, an dem die Entwicklung möglich ist. Das ist zwar nur eine Vermutung, aber vielleicht konnte die Entwicklung nicht stattfinden, da das Gleichgewicht der Welt gestört war. Aber nun, da der Meteorit zerstört wurde, da ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Und dadurch wurde der Eingang zu dieser Höhle geöffnet. Wenn ich mich entwickle, werde ich dann so wie Safkorn? Oh, ich will mich so schnell wie möglich zu Smetbo entwickeln. Oh, blöd mal. Ich weiß auch gar nicht, ob mir das überhaupt gefällt. Mein süßes kleines Gesicht ist doch jetzt so ganz gar grob geworden. Eine Entwicklung ist nichts Schlechtes. Denn es verändert sich dadurch nicht nur das äußere Erscheinungsbild. Man kann auch andere Attacken erlernen. Einige von ihnen sind besonders stark. Wirklich? Ich kann vielleicht starke Attacken erlernen? Das ist ja großartig. Ich will mich sofort entwickeln. Ich will ganz schnell zu Smetbo werden. Auch! Wollen wir uns auch entwickeln, wenn wir in die Höhle gehen? Ja, aber nur, wenn alle Bedingungen auch erfüllt sind. Dilo, lass uns in der Höhle einen Besuch abstatten, wenn du soweit bist. Ja, gerne doch. Gehen wir rein. Und irgendwoher dringt eine Stimme. Ihr, die ihr erwacht seid. Dies ist die Glitzerhöhle. Möchtet ihr euch entwickeln? Okay. Dilo möchte sich also zu Glutexo entwickeln. Ist die Frage, wollen wir das? Oder wollen wir noch ein Glumanda sein? Leute, wir wollen in 20 Parts ein Glumanda. Natürlich werden wir zu Glutexo. Es ist nicht möglich, zur ursprünglichen Entwicklungsstufe zurückzukehren. Möchtest du dennoch fortfahren? Oh, unser Rettertuch-Halsband geht dabei verloren. Oh. Trotzdem. Ihr, die ihr erwacht seid. Euer Potenzial kommt nun zur Entfaltung. Die Erscheinung von Dilo verändert sich. Dilo hat sich von Glumanda zu Glutexo entwickelt. Der Name kann aber bleiben. So, das ging auf jeden Fall. Jetzt könnte sich auch Knilz entwickeln, Zigzag kann sich auch entwickeln. Asano nicht, weil wir dafür eine Entwicklungsgeo... Wir brauchen sogar zwei Entwicklungsgeoden. Eigentlich braucht Eneko einen Mondstein. Im Spiel aber Geoden. Naja, hier haben wir noch mehr Pokémon, die sich entwickeln können. Krass. Ist ja irgendwas dabei, was wir auch benutzen, so? Eigentlich nicht, ne? Nee. Finde ich jetzt nicht irgendwie.
Wobei, ich könnte mal Funpi entwickeln, weil ich Funpi sehr mag. Funpi zu Donphan? Zu Donphan? Finde ich ein bisschen schade, dass unser Band jetzt weg ist. Hätte man ja noch reinbauen können, dass das Band auch bei der Entwicklung bleibt, aber da war wohl nicht der Bedarf da. Naja, schade. So, und dann will ich eigentlich auch noch ganz gerne ein Ibor. Erstmal Hornio zu Kokuna. Und dann Kokuna zu Bibor. Ja gut. Dann war es das erstmal hier in der Höhle. Und wir sind jetzt ein Glutexo. Das sieht ganz komisch aus. Ach man, ich vermisse jetzt ein bisschen mein Band. Ich glaube, das war keine gute Idee, mich zu entwickeln. Traurig. Aber bald ist es wieder ein Glurak und dann lohnt es sich doch. So. Jetzt versuche ich aber erstmal mit meinem Geld. Gibt es auch einen Top-Ether für, sehr vielen Dank. Das ein oder andere Camp, wir werden nur immer ein Camp kaufen können. Finalinsel. Nee. Man weiß nicht, ob diese legendäre Insel überhaupt existiert. Sie schwebt manchmal am Horizont und verschwindet wie eine Fata Morgana. Ja gut, kann ja sein, ist mir jetzt noch nicht so wichtig. Rätselkammer, okay. Ich möchte jetzt erstmal. Nehmen wir den Tiefseeboden. Jetzt haben wir gar kein Geld mehr, aber egal. So, jetzt geht's erstmal zu den Aufträgen. Weil wir haben eh schon so viele Aufträge. Dann müssen wir die erstmal abarbeiten. Wir suchen uns einfach einen einfachen Auftrag aus. So, Kaskadenteich kann erkundet werden. Verlassene Insel kann erkundet werden. Wüstenregion kann erkundet werden. Südhöhle kann erkundet werden. Nachtlichtruine kann erkundet werden. Sehr viel zu tun. Wir gehen. Oh, wollen wir zum Donnerberg gehen? Oder lieber zum Frostwald? Ich würde lieber zum Frostwald gehen. Und dann nehmen wir mit Orenta, ja. Ist halt eigentlich nicht gut, Orenta mitzunehmen. Ich würde lieber mitnehmen, wo ist es denn? Vulcano, auch wenn Vulcano jetzt ein bisschen underleveled ist. Aber ist egal, da haben wir ja gut Texto jetzt. Brechen wir auf, oder? Sollte ich vielleicht bei den Items nochmal vorbeigucken? Namen, ob kann ich eins wegtun? Aber mitnehmen kann ich nicht, ich habe ja eigentlich gar nichts mehr. Meine ganzen Vorräte wurden aufgebraucht im Kampf gegen Rayquaza. Deswegen gehen wir jetzt einfach in den Frostball, schließen den Auftrag hier ab und dann schauen wir mal weiter. Das sind 4 Aufträge. Und Kokobai muss mitkommen. Oh, das geht aber gut jetzt. Was ist hier los? Zwiebel, du bist kein Wasser-Pokémon. Ich kann dich im Pokéflug sehr stark treffen. Nicht sehr effektiv, aber stark. Nein, kein Heilsam verwenden. Blitzer. Traumfalle, verdammt, wieso müssen wir überall sein? Wer kommt da entgegen? Wie Senior. Ja.
Hier ist nur Geld. Ich hätte ganz gerne ein paar Items gefunden. Windbox ist auch nicht verkehrt. Wo ist denn die Treppe? Da, hier. Kann ich mir unsere Aufträge angucken? Weiß ich gar nicht. Scheint nicht. Und den Status? Nein. Na gut, dann müssen wir einfach mal weiter gucken. Ich weiß halt nicht, wie weit wir hier rein müssen. Ich würde ganz gerne erfahren. Nee, das ist egal. Es geht sicherlich irgendwie. Mini-Belebersamen, ein bisschen Geld. Ich brauche ja auch wieder Geld, ich habe gar nichts mehr. Hier geht es sofort weiter, aber hier ist Minun, das heißt, das müssen wir erst retten. Das ist aber sofort über uns, ist nicht so schlimm. So, einer von vier Aufträgen ist abgeschlossen. Weiter geht's. Die vier. Das geht. Kann nicht so viel Schaden machen. Platscher, das bringt dir natürlich nicht so viel. Ah, Turin möchte sich uns anschließen. Ja, gerne doch. Schildpartei habe ich zwar nicht, aber ist nicht so schlimm. Du kannst uns für das Abenteuer begleiten, das ist ja auch was. Da ist eine TM, die hätte ich natürlich ganz gerne. Fassade. Das könnte hilfreich sein. Und Level up. Lokan. Na gut. Hier nochmal eine Siedelbeere, die wir ja brauchen, weil wir einfach nichts haben. Ist auf jeden Fall besiegt. Das ist mir jetzt so hochgegangen, das war nicht so schlau. Ja, gehen wir einfach. Bei. Da eben besiegen. Ja, weitergehen. Hier ist Slimer. Danach wird uns auch Coco bei verlassen. Naja. Und ein Ditto. Teifel. Der keine Chance hat. So, Slimer und Coco bei gehen jetzt. Schade. Drei Aufträge haben wir hier noch. Ja, dann schlaf doch. Nicht gut. Ja, heilbar Zurel. Die ich mich ganz gerne behalten. Du bist wirklich nervig, Nasknet.
Apfelbeere. Geld und Äther, das niemand mitnehmen möchte. Okay, dann nicht. G8. Hier ist niemand. Okay. Also hier ist ein Masken, aber keins. Wir gucken, die wir retten sollen. Muss sofort weitergehen. Okay, Nasgeb sollte besiegt sein. Schon wieder eins. So, wir haben Vertrauenssache gefunden und einen Taubsamen. Und Nayan ist besiegt. Wir gehen weiter. Hier ist Tuska. Und hier ist Rihorn. Was nicht so gut ist, weil ich das nicht wirklich gut treffen kann. Aber dafür ist Sano. So, Stolker kann ich schon ein bisschen besser treffen. Ist gerettet. Jetzt muss ich nur noch Treppe finden und dann das letzte Pokémon retten, das hier noch ist. Stolrak möchte mitkommen. Oh, das kann sogar bei uns bleiben. Ja, super. Wechseln wir den Anführer. Einfach wegen dem Hunger. Mache ich mir nämlich einen Apfel. Hier ist die Treppe. Dinelbeere, Mini-Belebersamen, Geld. 11? Ist da wieder niemand? Ja gut, da ist ein Rihorn. Ich habe halt kein Geld, ne? Das ist ein bisschen blöd. Wobei Mini-Belebersamen kann ich mir leisten. Die muss ich mir nicht leisten. Das kann ich mir beides leisten. Passt aber nicht mehr rein. Achso. Dann nehmen wir nur einen Mini-Belebersamen mit. Kurienstark ist gefährlich. Metang. Solarstrahl. Okay, Solarstrahl wäre ja unnötig, also auch wenn ich das selbst einsetze, macht es nicht immer so viel Sinn. Okay. Siegt. Hier ist die Treppe. War es das jetzt oder? Hier ist man noch das Pokémon gesucht. Oh, Sonntag. Nehme ich mit. Ich werfe dafür Top-Ether hier hin. Texte seinen Flammenwurf, seinen Funkenflug wieder aufladen. Da könnte jetzt tatsächlich wieder ein furchtbarer Monsterraum sein. Aber anscheinend nicht. Taubsamen, nein. Ditto, täuschend. Rihorn, ich setze der Solarstrahl ein. Das ist eine gute Idee. Alter, es haut richtig rein. Und Rihorn möchte mitkommen.
Na, Marombeere brauche ich nicht. Aber es muss doch jetzt langsam mal Ende sein. Ja, hier ist Blutzug. Blutzug, nicht Blutzug. Was besiegen die jetzt? Keine Sorgen machen. Und da ist Blutzug. Mitglied. Ach, was sag ich Mitglied? Gerettet. Gerettet wollte ich sagen. Ja, und wir gehen jetzt natürlich. Dungeon wurde verlassen. Es gibt für uns ein Azurill. Aber immer ein bisschen Geld. So, Stolrak möchte dabei bleiben. Ich kann das sehr gerne. Aber ohne Spitzname. Und Rion nur Level 20. Das ist ein bisschen billig. Kann aber auch gerne bei uns bleiben. Ja gut. Machen wir uns jetzt die Belohnung ab. Wir werden einen neuen Rang erreichen. Jetzt sind wir im Silberrang. Haben mehr Platz im Camp, mehr Aufträge, die wir annehmen können, mehr Teams, die wir zusammenstellen können und mehr Platz in der Sammelbox. Und es gibt ordentliche Belohnungen. Die beiden sind auch glücklich, gibt mal ein Goldband und ein bisschen Punkte. Auch hier kriegen wir noch ein paar Punkte. Und von Blutzug sollten wir auch relativ viele Punkte kriegen, weil es so weit oben war, genau. 175 Punkte, da kann man sich nicht beschweren. Ja, da ist der Tag erledigt. Blutexe, oh Mann, ey. Es passt ja auch unser Dings gar nicht mehr zu uns, unser Haus. Ach, ist das schade. Nein, ist alles okay. Guten Morgen, Delo. Oh, es gibt Post. Azurill, der kleine Held. Azurill ist unser Held des Tages, denn sein Mut übertrifft seine Größe bei weitem. Blackmon war in einem Teich gefallen. Der Schweif unseres Helden, den er dem verzweifelten Opfer zuwarf, bewahrte dieses vor dem sicheren Ertrinken. Hinterher meinte Fleckmon, habe schlicht vergessen, wie man schwimmt. Das glaube ich Fleckmon gerne. Dungeons und Wetter, okay, Wetter kennen wir. Und im Winterforst gibt es eine Aufgabe. Okay Leute, im nächsten Part machen wir weiter. Dieser Part war dann der Entwicklung gewidmet. Absol. Und jetzt hat mich nicht getäuscht. Ich bin froh, mich euch angeschlossen zu haben. Lasst mich euch erneut meinen Dank aussprechen. Ihr habt die Welt gerettet. Habt dafür aus tiefstem Herzen Dank. Ach übrigens, erinnert ihr euch noch? Damals auf der Flucht. Euer Versprechen an Arctos. Ihr habt versprochen zu verhindern, dass sich diese Katastrophe weiter ausbreitet. Ihr habt den Einschlag des Meteoriten verhindert. Vielleicht solltet ihr Arctos nun erneut einen Besuch abstatten. Aber nicht nur ihm, auch Lapidos und Zapdos. Ja, stattet den legendären Pokémon, Vogel-Pokémon einen Besuch ab. Also, absolut gibt es noch so ein paar Tipps, denen wir auch nachkommen werden. Alles klar, Militales. Aber erst im nächsten Part. Ich freue mich drauf, ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin wie immer, alles Gute!